Hallo und herzlich willkommen. Wir probieren nochmal eine kurze Runde hier bei Rayman Legends, die Daily Challenge. Und ich probiere ganz kurz nochmal zu sagen, was muss man eigentlich tun, damit man hier eine Goldmedaille bekommt. Ihr seht, ich habe ein bisschen geübt. Ich schnapp jetzt auch die Looms hier mehr, beziehungsweise ich schaffe es einfach auch, diesen Linien ein bisschen zu folgen. Manche lasse ich jedoch weiter aus, weil ich einfach gemerkt habe, das hält zu viel auf. Hier ist eigentlich der erste kleine Lerneffekt, das heißt, wir müssen auch Wände nach unten durchstoßen. Das brauchen wir jetzt nachher dann bei einer Stelle, wo eigentlich recht viele sterben. Hier haben wir, wenn wir es bisher geschafft haben, bekommen wir einen kleinen Bonus, über 100 Looms, die wir sammeln können. Und genau jetzt kommt die Stelle, wo wir aufpassen müssen, das heißt, hier ablocken, nach unten springen und die Wand durchstoßen. Wenn wir dieses Teil hier geschafft haben, ist eigentlich so ein Punkt, jetzt wird es wieder ein bisschen einfacher, bis auf dass wir eine Umstellung machen müssen. Jetzt kommen nur noch kleine Sprünge. Also nicht mehr die großen, wie wir es vorher gewohnt haben, sondern nur noch kleine Sprünge. Hier ein großer und jetzt hier auch wieder nur kleine. Da scheitern recht viele dran, weil es halt eben doch nicht schwierig ist, diese kleinen Sprünge zu machen. Wenn wir das geschafft haben, wird es ein ganz klein wenig leichter wieder. Das heißt, wir haben jetzt hier einfach dieses Durchstoßen, wir müssen nur drauf reagieren und es sollte nicht mehr großartig schwierig sein. So, hier oben rum, jetzt nach unten und noch einmal durchgehen. Wenn wir